So, hallo, wir machen weiter. Hoffe ich, bei Isaac Repentance. Denn ich habe ein kleines Problem. Ich weiß nicht ganz, wie ich es geschafft habe. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass ich meine linke Mundhälfte... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, entzündet hat, aber es ist, es zieht beim Reden ein bisschen und beim Essen auch. Ich weiß nicht ganz, woher das kommt. Jedenfalls versuche ich jetzt trotzdem zu reden. Und wir kriegen das hin. Denn meine Parts sind gleich wieder zu Ende, die ich schon hochgeladen habe. Und dann kommen keine mehr. Das wäre doof. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Letztes Mal haben wir... Ja, Tainted Lazarus ausgelassen und dann mit Eden, genau, den Kollegen hier gemacht. Das heißt, jetzt kommt... Oh Gott. Was? Better Items? No Mantle? Aber Mantle... Heißt das, ich bin auf Anhieb tot? Es gibt keinen Mantel für mich. Können wir das mal gerade testen? Hä? Oh, ja. Okay, genau das heißt das. F für den gefallenen Bruder. Holy Card, was macht die denn? Ändert die meine Schüsse in Holy? Nee. Hab ich die immer? Ja. Na, dann kann ich ja nachgucken, was die tut. Dann kann ich ja nachgucken, was die Holy Card tut. Ich soll den Finger nicht so hassen, wurde mir geschrieben. Okay, ich hasse den Finger weniger. Der scheint einfach nur Damage zu machen. Das ist ja dann eigentlich okay. Ach so! Die Holy Card gibt mir den Holy Mantle Effekt. Das heißt, ich kann dann doch. Einmal nur. Ah, okay. Ich kann sie einsetzen und wenn dann einmal in dieser Runde darf ich dann, kann ich dann getroffen werden. Ach, ja, okay, alles klar. Okay. Ja, was heißt jetzt Better Items? Man weiß es nicht. Ich meine, der Damage am Anfang ist schon gar nicht so schlecht, ne? Das muss man mal zugeben. Und ich klar mit ach, ich wollte gerade sagen, mit ihm könnte ich jetzt auch so Schlüssel holen, die da hinten irgendwo sind. Naja, gucken wir, was passiert. Also der Damage ist schon nicht schlecht. Ich glaube, der Damage ist größer als beim normalen Lost am Anfang. Aber es ist halt ein Treffer und ich bin halt tot. Wir bräuchten dann für die Holy Card irgendwie sowas wie das Ding, dass ich die Karten öfter einsetzen kann. So alle vier Räume, alle vier Dings. Die, also die Blank Card bräuchten wir. Ja, die Blank Card bräuchten wir. Weil dann habe ich praktisch... Oh mein Gott. Dann habe ich praktisch fast wieder... Ja, Curse of the Unknown ist richtig schlimm. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Herzen ich habe. Oh nein. Oh nein. Wie kann das Spiel mir das nur antun? Wie soll ich denn jetzt... Okay, da liegt ein Schlüssel jetzt irgendwo rum. Nee, doch nicht. Aber indirekt kommt ein Schlüssel jetzt zustande. Weil wir den Kollegen hier sprengen können und dann kriegen wir Geld. Ich habe auf den anderen Kollegen gehofft. Gib mir Schlüssel. Nein, Schlüssel. Ja, die möchte ich haben.
frech. Nee, Herzen will ich nicht. Ich will keine Herzen. Okay. Ja gut, mit Range-Up starten ist jetzt auch langweilig. Auch hier erstmal das Feuer wegmachen. Ich würde schon... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde schon gerne so starten, dass wir direkt auch den Itemraum mitnehmen können. Ja. Was ist denn jetzt Better Items? Ich finde jetzt nicht gerade, dass Sister Maggie ein Better Item ist. Ach, come on, ey. Wieso... Was hat jetzt Lost Besonderes, außer dass ihm der Holy Mantle... Ja, dieses Better Items, aber was heißt das? Also ihm wurde jetzt der Holy Mantle weggenommen. Das macht ihn jetzt tainted? So, es ist einfach wieder der alte Lost-Charakter. Der hatte auch schon keinen Holy Mantle. Hä? Gut, ich habe diese Holy Card und daraus kann ich einen Holy Mantle basteln, aber... Okay, das ist super weird. Naja, wie auch immer. Yo! Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das war vielleicht ein bisschen gefährlich. Können die auf mich draufspringen? Nee, ne? Sowieso nicht. Nicht, dass der explodiert oder so. War mir jetzt nicht sicher. Oh, ich glaube aber, die können mich treffen. Vor allem die Flugdinger. Ja. Die Flieger, die Fliegen können mich treffen. Das wollen wir natürlich nicht. Alles Gefährliche wurde entfernt. Jetzt kann mir nichts mehr hier was anhaben. Okay, doch, die fliegen. Aber wie stellt sich das Spiel jetzt vor, dass man mit Lost hier klarkommt? Ich meine, ich kann auch in den Satan-Deals dann jetzt ja immer was nehmen, ne? Also ein Item halt. Jetzt aktuell erscheint mir das hier am sinnvollsten. Dann werde ich ein bisschen kleiner. Kann ich weniger getroffen werden. Ja. Okay, der killt mich jetzt eh. Ich sehe schon kommen, dass der gleich einfach auf mich runter brimstoned. Schnell hoch, dass ich sehe, was er... Oh mein Gott, jetzt kommen die Nächsten. Ja, jetzt ist er... Jetzt ist aber... Haha. Jetzt weiß ich doch nicht, wann der runterschießt. Aber ich komme auch nicht hoch jetzt so schnell. Ach, der kann kein Brimstone, ne? Ah, der kann nur schießen und fliegen. Spawnen. Spinnen. Ja, okay, damit komme ich eigentlich klar. Halt jetzt erstmal die ganzen Mistviecher loswerden hier. Komm her. Gut, es dauert jetzt, aber wir kriegen es hin.
Aber ich glaube, Lost ist jetzt auch ein Charakter, den mache ich jetzt genau diese eine Runde. Ja, und ich muss gerade sagen, was ich am Anfang gesagt habe, gerade läuft das mit dem Sprechen. Also das ist halt, ich kann es wirklich nicht, das ist ganz schwierig zu lokalisieren. Mal tut die eine Seite ein bisschen mehr weh, dann die andere, das ist ganz komisch, ich weiß nicht, was das ist. Es kam einfach so über Nacht. Also das sind so Sachen, die verstehe ich immer nicht. So plötzlich hast du Probleme, die du gar nicht nachvollziehen kannst. So, gut. Jetzt räumen wir hier auf. Der kann jetzt zum Glück kein Brimstone, dann kann ich auch direkt vor ihm rumlaufen. Und wenn er in den Steinen schießt, dann kommt sowieso nichts dabei rum. Sehr schön. So. Jetzt ist halt die große Frage, gehen wir trotzdem sofort in den Satan-Deal? Dann kann ich mit den Engel-Deal halt abschmieren, ne? Das ist das Ding. Also den Kampf müssen wir machen, ne? Nicht, versteht mich nicht falsch. Dass wir den Kampf machen müssen, ist mir klar, aber... Die Frage ist halt die, ob wir auch reingehen. Wir erstmal überleben. Das war brutal knapp. Ich habe doch sogar einen Speed-Up. Wieso bin ich so langsam? Oder wieso sind die so schnell? Sheesh. So, kann der Brimstone? Nein, das ist der gleiche Dude wie vorhin. Okay. Na, dann bin ich ja safe. Muss ja nicht nur aufpassen, wenn er gerade in dem anderen Modus ist, wo er praktisch mich treffen könnte. Also in der freien Lücke. Ansonsten kann er eigentlich die ganze Zeit mich nicht treffen. Ach. Na, hier kann er mich nicht treffen. Da kann er mir gar nichts. Nice. Okay, das war die erste Runde. Ich meine, ich kann reingucken, aber damit versenke ich doch auch schon eine Wahrscheinlichkeit für den nächsten Engel-Deal, ne? Aber es gibt halt im Satan-Deal auch viele hilfreiche Items. Was ist denn besser für Lost? Wir gehen rein. So. Haben wir den Salat. Das eine ist ein Damage-Up. Ist es noch mehr als ein Damage-Up? Ach, Devil muss ich eintippen. Dumm. Ist es noch mehr als ein Damage-Up gewesen oder war es nur ein Damage-Up? Was heißt nur? Pentagramm. Eins, was mich zu Leviathan macht, und das andere ist halt das Book of Belial, ne? Das ist schon klar. Das Pentagramm macht halt einfach ein Damage ab und das war's. Das Book of Belial kann ich halt stacken. Also das macht hier immer mehr. Also ich sehe das Buch als sinnvoller an. Ich meine, ich kann... Ja, definitiv. Definitiv ist das Buch sinnvoller. Als einmaliges Damage-Up. Ich meine, ich kann ja das... Wie gesagt, ich habe es jetzt ja schon mehrmals gesagt. Ich kann es ja stacken. So, lasst uns weitergehen. Okay. Okay. Range und Luck-Up. Ist okay, aber nichts, was mich jetzt... Okay, das ist schon cooler. Das ist schon viel cooler. Was soll ich damit? Das hier brauchen wir dringend.
Das hier brauchen wir ganz dringend. Ja, cool. Hä, wieso kann ich das einsammeln? Nützt mir nichts. Weißt du, sie können versehentlich den Quatsch hier kaufen? Oh Gott. Leider keine Bombe. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Dann kann ich noch öfter aufladen. Okay, drückt mir die Daumen, dass ich den Kampf jetzt überstehe, weil das wird natürlich trotzdem schwierig. Ich muss mich zum Glück nicht so sehr aufs Zielen konzentrieren. Ich muss mich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Das ist mit Lost sehr, sehr wichtig. Ich muss mich nur aufs Ausweichen konzentrieren. Aber ich darf jetzt vor allem nicht zwischendurch den Raum verlassen, weil wir ja... Hier und... Weil wir den Effekt hier stacken. Und dann wäre der wieder weg. Muss ich unbedingt dran denken, nicht den Raum zu verlassen. Ich hasse das, wenn die Dinger kommen, weil ich die immer nicht sofort kaputt kriege. Nice. Gefährlich. Gefährlich, was hier... Oh mein Gott. Macht euch bitte weg, bevor ihr zu mir zu nahe kommt. Ich irgendwie mit irgendwas treffen könnt. Boah, nee. Alles Gegner, die mir wehtun könnten. Aber wir werden jedes Mal stärker. Book of Belial plus der Löffel sind eine insane gute Kombination in dieser Geschichte hier. So, aber wie gesagt, ich darf jetzt nicht den Raum verlassen. Ich darf jetzt nicht den Raum verlassen. Ich muss weiterkämpfen. Vorsicht, gleich kommt der nächste Gegner. Wer kommt jetzt noch? Wer kommt noch dazu? Oh nein. Gefährlich. Hat der mich doch recht schnell... mit seinem Mist treffen kann. Wohin schießt der? Oh mein Gott. Okay, weg, 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 weg. So. Und der Devil-Kampf. Auf geht's. Okay. Wobei, nee, das da oben ist alles andere als okay. Nee, geh weg. Ja, danke. So. Ich komme jetzt an ihn ran, vernünftig. Hör auf. Hör auf, Kacke zu machen. Vorsichtig, okay, okay. Weg. Und tschüss. Mein Clark kommt wieder ein Satan-Deal, was soll sonst kommen? Oh boy! Scheiße. Okay, wir machen genau einen Part mit Lost. Ich tue mir hier nicht mehr an. Ich tue mir hier nicht mehr an, weil Lost wird... Das wird ja... Naja, das ist halt Lost. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass Tainted Lost plötzlich einfacher wird als der normale Lost. Aber warum ist einfach der Holy Mantle weg? Was soll das? Ich komme an keinen Schlüssel ran. Hier ist aber am Anfang war okay, aber... Nee, ich will schon gleich das zweite Item sehen. Also wenn das erste Item da unten nicht komplett insane ist, dann werde ich da erstmal nicht rumwurscht. Und ich weiß, dass ich das verschieben hätte können. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist auch... Wobei, haben wir nicht eh schon Piercing Shots? Ah, nee, nee, Quatsch. Nicht in dem Sinne. Da gibt es dann Damage Up und einen Meat Cube. Das würde ich mir natürlich beides gerne holen. Toll. Ich sollte wahrscheinlich so blaue Herzen liegen lassen, sollten wir mal dieses Item bekommen, das mit blauen Herzen einsammeln, man Stats abbekommt.
Ach ja, ich muss ja wieder zielen. Scheiße. Oh, ich will den Löffel wieder haben. Löffel war so gut. Give me my Löffel back. Wow! Das war aber Mut zur Lücke, wo er hingesprungen ist. Kannst du jetzt mal einen Abflug machen? Boah, ich hab vergessen, dass er schießt. Einfach mal spontan vergessen, dass der schießt. Oh mein Gott, ich bin ungünstig hier. Uah! Boah, ich dachte schon, das war's, ne? Wow. Ich dachte, ich schaff's. Ich dachte, ich schaff's durch. Oh ja, nice. Die nehmen wir doch gleich mal in den Shop mit und gucken, was wir Hübsches kriegen könnten. War jetzt hier. Die wäre wahrscheinlich eher für den Devil. Okay, jetzt müssen wir weiterspielen. Jetzt müssen wir weiterspielen, auch wenn ich gerade an nichts anderes rankomme. Müssen wir jetzt trotzdem mal weiterspielen und hoffen, dass der Devil Deal dann eine nice Geschichte hat für uns. Und dafür muss ich jetzt erst überstehen, die Runde. Das Feuer kaputt machen, bevor ich da noch versehentlich irgendwie reinsegel. Oh nein! Ach, das waren die komischen Dinger, oder? Ja, so geht's jetzt eigentlich. So ist es eigentlich okay. Ja, probieren wir es halt. Das andere Auge schießt ja scheinbar dann noch normal. Sehe ich das richtig? Es ist ja nur das eine Auge, was so komisch delayed ist. Was heißt delayed? Ist nicht delayed das richtige Wort. Es ist, ich komme nicht auf das richtige Wort. Ach. Mann! Findet Lostel seinen Mantel zurück. Ah, Mann, ey. Montezumas Revenge. Keine Ahnung, was da... Oh. Ach, das ist wieder der Quatsch. Meins ist interessant, aber das Problem ist, dass ich das nie rechtzeitig oder gut einsetzen werde können. So, ah. Also, es ist im Prinzip ein Brimstone aus dem Hintern raus. Also keine Ahnung, ob es so stark ist wie ein Brimstone, wahrscheinlich nicht.
Insofern ist es schon lustig, aber du kannst es halt nie vernünftig einsetzen. Das ist das Problem. Ja, du triffst halt nicht. Es ist mehr so Zufallstrefferei-Zeug. Ja, du müsstest so hin und dann so weg und dann ist der aber wieder zu kurz. Okay. Interesting. Okay, den Schlüssel kriegen wir jetzt noch nicht, aber ich würde trotzdem mal weitermachen. Ich habe übrigens eine Vermutung, was Better Items ist. Wir haben eine bestimmte Sorte Items bisher nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist. Aber wir haben jetzt schon einige Runden gespielt. Und es ist noch nie ein HP-Up aufgetaucht. Sind Items, mit denen Lost nichts anfangen kann, aus dem Pool einfach raus? Das würde Better Items erklären. Ich könnte mir das vorstellen. Aber es kann auch nur Zufall sein. Keine Ahnung. Aber sollten wir weiterhin nie ein HP absehen? Erhöht sich mein Verdacht, dass das der Effekt ist von Tainted Lost. Jetzt zum Beispiel fängt die Zunge gerade so ein bisschen an zu kribbeln beim Reden. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komisch. Das wechselt so durch. Oh, hi. Ach, du machst auch noch einen Abflug. Danke, tschüss. Okay. Schlüssel. Itemraum. Ja, ist okay. Kann man mal mitnehmen. So. Mehr kann man hier nicht tun. Das hier würde ich mir natürlich als nächstes kaufen. Klar. Aber dann stelle ich mir die Frage, sind dann wirklich alle HP-Ups raus? Also auch sowas wie Halo, was ja schlecht wäre. Also sind auch HP-Ups raus, die noch mehr Effekte haben oder wirklich nur... Aber wieso laufe ich denn? Ich brauche ja gar nicht Angst haben, der trifft mich hier nicht. Oh, der trifft mich allerdings. Dämlich. Das war super dämlich. Aber auch hier, kein HP ab, nichts. Es erweckt schon den Eindruck, ne? Nützt mir jetzt auch nichts. Hm. Wieder nichts mit Schlüssel. Nee. 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 Ja, ich folge dem Zebra.
Okay. Da machen wir jetzt weiter, egal, ob was jetzt kommt, ob jetzt ein Schlüssel kommt oder nicht. Aber hier machen wir auf jeden Fall weiter. Das ist ja schon mal was. Noch mal sowas, okay? Gefährlich. Ganz gefährliche Gegner. Lass mir mein Feld hier. Auch meine Rückzugsorte. Zum Glück stirbt man nicht sofort. Das wäre schon kritisch. Lauf ich hin. Nein! Oh. Okay. Letzter Versuch. Nee, nicht mit den Dingern. Wenn ich den Schlüssel auch noch bekomme, vielleicht. Ansonsten. Wie sette ich? Nee. Down ärgert mich jetzt natürlich. Aber wenn ich einen Schlüssel kriege, wäre ich versöhnt. Are you a wizard? Okay. Es gibt HP ab. Aber der macht ja noch mehr. Also solange ich kein reines HP absehe, bleibe ich bei meiner Theorie. Oh mein Gott. Ich muss. Shit, ich habe auf Münzen gehofft. Dass ich mir das Tiersab hier gleich weiterkaufen könnte. Aber dem war leider nicht so. Verdammt. Oh, bitte übersteh die Runde. Du hast so einen schönen Damage jetzt, Kollege. Du musst überleben mit diesem Damage. Das ist der beste Damage, mit dem wir bisher gestartet sind. Mamma mia. Wow. Nee.
war super kritisch. Ich muss ja erstmal die Laufkunden loswerden. Wow! Keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe, aber ich habe es überlebt. Okay. Jetzt holen wir uns das Tiers ab. Und da ist nochmal ein Damage ab. Oh mein Gott, ja. Gut überleben jetzt. Gut überleben. Ich würde den gerne erledigen, bevor wir den nächsten Gegner bekommen, sonst wird es kritisch. Ja! Mach dich weg. Okay. Ja, bleib hier. Bleib hier, bleib hier, genau da. Dass du nicht, ich dich treffen kann und du mich nicht. Oh, kann er mich treffen von da? Der hat drüber geschossen, oder? Der hat böse drüber geschossen. Gehen die Dinger jetzt weg, wenn ich den Raum verlasse? Scheiße. Gefährlich. Richtig gefährlich. Nicht in die Dinger reinlaufen. Nein! Okay, das war's mit Tainted Lost. Ein Versuch, dabei belassen wir es. Danke fürs Zuschauen und tschüss.